Mönchengladbach, 8. Dezember, 10.35 Uhr. Noch 25 Minuten, dann heulen hier wieder die Sirenen. Die letzte ist in Mönchengladbach vor 21 Jahren ertönt. Heute werden die neuen Sirenen zum ersten Mal getestet. Dementsprechend aufgeregt ist Feuerwehrchef Jörg Lampe um 10 vor 11. Ja, es ist schon immer mit ein wenig Spannung verbunden, ob alles so funktioniert, wie es dann eingeplant ist, ob die Testalarme, die im Stillen durchgeführt werden, das kann man heute mit digitaler Technik, ob die auch funktionieren. Naja, wir werden um 11.05 Uhr sind wir schlauer. Das Ganze ist ein Probealarm. Die Sirenen wurden neu installiert und sollen bei Gefahrensituationen die Bevölkerung schnell warnen und im Notfall auch wecken. Zum Beispiel bei einem Bombenfund oder einem Chemieunfall. Eine Sirene steht an der Wolterstraße 2. Und so hört sie sich an. Insgesamt sind in der Stadt bis jetzt 12 Sirenen installiert worden. Auch in der Innenstadt war der Warnton zu hören. Im Idealfall sollte er eine Lautstärke um die 70 Dezibel erreichen. Das hat also schon mal geklappt. Und der Feuerwehrchef Jörg Lampe ist auch ganz zufrieden. Ja, ich hatte jetzt erstmal gedacht, es wäre lauter. Aber das ergibt sich, denke ich mal, daraus, dass wir hier ein Schallbild hier aufbauen. Die Sirene, die wir hier direkt vor der Nase haben, die dreht also ihre Klangkörper von uns weg. Ne, sodass wir also das richtige Geblase nicht so richtig ins Ohr bekommen. Aber ich denke mal, es ist ja eigentlich ein Weckruf und es soll ja auch nicht so störend wirken, also dass man da nachher Angst vorbekommt. Ich denke, es ist in Ordnung. Ab jetzt werden die Sirenen jeden ersten Samstag im Monat um 12 Uhr aufheulen.